Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge bei Kettle und Kops. Oh, da sind Hände ganz oben. Ja, wir fahren jetzt im Hof. Ich habe mir den in der letzten Folge gekauft. Und jetzt geht es darum, dass wir uns erstmal ein paar Tage zur Ruhe setzen. Also ein bisschen mit Rückengehzeit. Und mal ein Wachstum der Ernte abwarten. Das bedeutet, dass wir mindestens 40 Tage noch schlafen. Jetzt haben wir ja Mitte, Ende Juni. Wir sollten mindestens 3 bis 4 Wochen auf jeden Fall noch mal schlafen. Dann fahren wir zum Feld zur Kontrolle und schauen dann, was denn gewachsen ist. Wir müssen dann gegebenenfalls dann reagieren, ne? Je nachdem, wie der Reifezustand des Getreides ist. Und da können wir je nachdem entscheiden, ob wir nochmal etwas drauflegen an Zeit oder irgendwelche Maßnahmen erforderlich sein sollten, wie Düngen zum Beispiel. Wovon ich mal nicht ausgehen werde, Düngen ist eigentlich nicht gut erreicht. Das Maximale, was wir reichen wollten. Das sollte dann auch reichen normalerweise. Da ist, flackert ein bisschen der ganze Traktor, zittert ein bisschen. Liegt aber jetzt am Spiel, nicht an der Aufnahme. Ja, hier ein Häschen, ne? Haben wir Glück gehabt. So. Hoffentlich fahren wir richtig, ich glaube schon. Ich glaube, so nach und nach kenne ich mich hier aus, den Bereich, wo wir gefahren sind. Aber wie gesagt, da ist ja hier teilweise, ja, richtig gut verzweigte Straßen jetzt, ne? Also. Aber irgendwann nur so weit, da kenne ich mich auch hier aus. Komplett. So, wir fahren mal zum Hof. Und dann werden wir mal die Zeit. Ich sag mal jetzt 3 Wochen, Mitte Juli. Wolken hoffen mal, das Wetter passt, dass es trocken ist, und dann schauen wir, wenn es reif ist, ob wir dann Getreide Drescher uns ausleihen mit Schneidwerk und noch Nase. Da hat jetzt mal der Hund hier vorne rechts, wie gewohnt. Und ich lasse mal die Anhänger draußen stehen. Die Katze war da vorne, Wahnsinn. Ah. Ja, guck mal, der Hund sagt, ne? So, C. Bremse. Müssen wir ausschalten hier. Der Tank ist ja, glaube ich, gefüllt gewesen. Ne? So, guck mal hier, kurz den Hund begrüßen hier. Sind ja alle pflegeleicht. Die bedürfen keine extra Sorge, Fürsorge, ne? Weder Futter noch dergleichen, ne? Sei gegrüßt. Ne? So, sehr brav. Passt schön auf, wenn ich schlafe. So, Mieze, du musst auch noch tun hier. Ja, geh mal, du musst mal. Ja, wo bist du denn hier? Hat sie versteckt. Hier ist ein Vogel. Piepmotz. Hat da vorne die Katze. Ja, das ist aber gefährlich. Ach, so ein Sperling, ne? Das ist schön gemacht. Und da ist die Mieze. Ja, Tür geht alleine auf. Service. So, wie werden wir hier Zeit überbrücken? Brauchen mindestens. Ja, sagen wir 16 Tage. Aber das ist viel. Das ist zu spät. Dann ist die Erde. Ja, genau. 16 Tage gesagt. Ach, wir machen 21. 10 ist. Oh, das ist ungünstige Zeit. Wir werden das so gestalten, dass wir früh. 11 Uhr ist zu spät. Dann machen wir 20. Und dann machen wir es auf. Früh um 6. Ach, ruhig 7 Uhr reicht auch. Bin nicht so ein Morgenmensch. Wetter? Hier wird das gut. Das Regen fürs Wachstum ist auch wichtig. Ich werde den mal zum Hoch, also zum Feld nicht verlassen, den Drescher. Also wenn der Regen jetzt so bleibt, das ist schlecht. Aber abbrechen.
Hab ich normal gemacht. Im Bruchstück waren das paar also trocken aus. Ne. Tag überstanden. Gibt da schönes Fressen hier. Jo. So, wollen wir gucken auf der Karte? Na, da nicht. F1-Menü, Felder. Oh. Wird schon so viel schon gefahren? Wahnsinn. Klärweg. 11,7. Hafen 0,0. So. Gut. Im Besitz. Das ist wichtig. Feld 3 fangen wir an. Große. Es könnte noch ein bisschen Stück drauf, aber wie gesagt, das ist Wachstum von 86%, noch nicht reif. Und Feld 4 ist auch, könnte man noch was zugeben, aber ich lasse es immer so jetzt. Das ist eh ausgewachsen, von daher. Aber wir können mal rausfahren. Mal schauen, wie es aussieht. Wie es aussieht, ne? Ja. Wir haben noch Kalben drin, das ist ein bisschen ungünstig. Ich will jetzt keinen Dünger mehr geben. Dass so starten geht. Hier. Den Hänger können wir hier lassen. Das ist mir Quatsch, den Hänger zu fahren. Weil ist noch nicht reif, ist bei 80%. Das ist locker noch mal 10, 15 Tage. Aber ich schaue noch mal an, wie es aussieht. Ganz wilder Fahrer wieder. Hoffe, dass ich richtig liege von der Strecke her. Glaub schon. Da kommt die Gegenverkehr. Oh ja. Das war knapp. Das Rennen war so spät gewesen. Ja, ich bin genau richtig gefahren. Glaube jedenfalls. Oh. In die Büsche. Ja, keiner hat hier was getan, außer ich. Wir fahren mal genau in der Mitte vom Feld. Entschuldigung. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. So, schau mal. Hier ist ein bisschen anders gestaltet. Also, das ist, würde ich sagen, nicht ganz so wie immer das. Ist dann reif, ne? Nein, ne. Das ist hier ein bisschen anders. Also, ich sag mal, wo kommt man messen? Das sieht teilweise ganz gut aus, ne? Aber teilweise noch recht grün. Das Grüne müssen wir halt noch gucken. Mit Alt kommt man es, glaube ich, irgendwo sehen. Fehlanzeige. Steigen. Auf Fehlanzeige. Von trocken Grad. Vielleicht war es bei Heu gewesen. So groß und ganzen. Noch ein bisschen grün, ne? Und hier ist das sehr gut gewachsen, teilweise. Das sah aus. Hier ist noch ein kleines Stückchen grün. Immer so nicht Nachbarfeld. Da ist noch sehr viel grün hier vorne. Dafür Dünger, ne? Da ist auch noch grün. Und hier vorne. Ich hatte einen gewissen Streifen ganz schlecht gedüngt. Also hier auch so ein Streifen garantiert per Hand gedüngt und nicht optimal getroffen, die Mitte. Und hier ist auch teilweise extrem, vor allem am Rand hier. Das macht sich ganz schwierig gemacht. Also hier in der Ecke ist wirklich extrem.
Hier können wir locker noch mal 14 Tage dranhängen. Ich fahre mal zurück zum Haus. Wird schwierig, man kann ja nicht vor das Gerät ausleiten und dann erstmal eine Probe dreschen. Dann lassen wir das stehen. Das ist schwierig. Nächstes Mal nehmen wir. Das haben wir gerade gekriegt. Bestimmt hier. Erfahrener Jogger, na toll. Erfahrener Jogger. Das weiß ich doch auch. Der ist klein geraten, ne? Na gut, okay, das passt schon so. Oh, Blümchen. So eine Mondpflanze. Hier, so Getreide. Gibt es auch so ein Blau. Hab ich schon mal gesehen. So, dann fahren wir mal zurück. So. So. Bin streng, aber immer überlegen, wie es funktioniert. Also, heute geht die Ernte noch nicht. Definitiv nicht. Da ist noch zu viel Grün bei. Jetzt haben wir auch 13. Juli. Und dazu sagen, ich habe auch erst im Frühjahr ausgesät. Das braucht seine Zeit, ne? Ich denke mal so Ende Juni nochmal 14 Tage ranhängen. Und dann haben wir Anfang August. Jetzt haben wir den 13. Den Dreh müsste dann fertig sein. Hat ja einen gewissen Fenster zum Arbeiten, hat es ja, ne? Für die Ernte. Weizen hat eine besondere Eigenschaft, dass das Korn eigentlich an der Gehre haften bleibt. Im Normalfall wird es ja bei Kleinzerwirrung rausfallen. Aber das hat sich halt genetisch so verändert, in Anführungszeichen, dass es für die Ernte geeignet ist, dass es entsprechend kleben bleibt. In der Ehre. Erst durch mechanische Einwirkung rausgeschlagen wird. Ne? Ganz früher haben sie noch mit einer Sense gearbeitet und haben entsprechend erst die ganzen Getreidebündel in eine Scheune eingelagert und dann erst zum Schluss anfangs noch per Hand mit dem Schlegel, so haben wir im Video gesehen. Mühsame Arbeit und später erst gab es diese modernen, der Dampfmaschine halt, ne? Teilweise oder hier mit den ersten Traktoren, die so eine ja, als Antrieb gedient haben, Riemenantrieb für so eine Geräte, die dann dreschen konnten. Ne? Aber jetzt hängen wir schon mal anbauen. Die Steuerung ist schwierig. Weil ich fahre nämlich rückwärts und das bringt jetzt durcheinander. So. Ich bin nicht so voll Gas. Also. Doch hier mit. Langsam machen, langsam. Das soll ja auch irgendwo Fahrzeugschäden zu gehen sein jetzt zu sehen sein. Beziehungsweise repariert werden müssen sie auch. So, dran. Brutal. So. Gut, nicht gut. Jetzt haben wir den 13.07. So, ich hoffe, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Geht hier auf? Nee. Nur für Gäste. So, dann schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Hier vom Hof. Und ich hole euch ab, sobald ich wieder geschlafen habe und zum Feld rausfahren werde. Ne? Tschüss, ciao und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Schon noch einen schönen Rest Samstag, ne? Weil ja Keller Kopf beginnt ja am Samstag mit neuen Folgen. Tschüss, winke, bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da ist es Teil.